Nee, Schluss, Leute, willkommen zurück zu Burger XD, der dunkle Sturm. Und heute kommen wir hoffentlich mal endlich hier raus. Ich meine, wir hängen jetzt schon seit Parts hier in diesem behinderten Komplex hier fest. Kann ja wohl nicht angehen, dass wir hier einfach nicht... Sehr schön. Ein Äther. Wieso beschützt ihr hier alle Äther? Die Dinger werde ich höchstwahrscheinlich so gut wie nie benutzen. So wie ich mich kenne. Warum beschützt ihr sowas? So auch vor allem mit eurem Ninja-Leben. Stell dir mal vor, euch Ninjas passiert was. Auf einmal kommen die Samurais oder die Piraten. Was macht ihr dann? Schön, so ein Ninja-Boy. Carolus. Carolus, bist du ein Mann oder eine Frau? Man muss da ein Carnivana mit drin sein? Magnetilo hätte so schön jetzt gepasst, ne? Aber nee, jetzt muss da ja unbedingt ein Carnivana mit drin sein, oder das Kamaub schon wieder direkt raus muss. Das ist doch Bullshit. Ach was. Sag mir mehr. Carnivana, ha? Huh? Sehr interessant. Hat das Ding Schwebe? Ich glaube, es hat Schwebe. Ich versuch's trotzdem. Kryptokrall. Okay. Es spackt ab! Wieso ist Kamaub eigentlich so ein Pudding-Pokémon? Ist mir mal so aufgefallen. Ach ja, Rauhaut. Buddel. Alter! Du Sackgesicht! Okay, du hast denn ja das gewollt. Das war eine scheiß Idee. Rein theoretisch, aber... So, wie machen wir das jetzt? Bis auf Carnivana. Das Ding muss ein bisschen mal leiden. Du musst leiden, mein Freund. Nicht sehr effektiv, aber es ist gut. Es schwächt dann wenigstens. Ja, spack weiter ab von mir aus. Sehr effektiv. Oh Gott, was ist denn jetzt auf einmal los? Ja, hallo! Okay, es hat doch nicht Schwebe. Sehr gut. Kamaub hat mal was geregelt. Anton! Okay, jetzt sollte Kamaub definitiv abhauen. Jetzt wird das Ganze nämlich ein bisschen kritisch für ihn. Greybear macht das schon. Aber erstmal hauen wir Anton in die Pfanne. Du kommst jetzt erstmal da raus. Dankeschön. Los, Greybear! Greybear! Sam Fischer! So, Anton ist außer Gefecht. Das ist schon mal eine positive Sache in unserem Leben. Jetzt... Ach, Remoraid auch noch. Komm schon, ich muss hier mich um Sachen kümmern. Au. Rückkehr. In der Hoffnung, dass es ihn nicht killt. Und Remoraid wird gegrillt. Das hat sich gereimt. Ich bin toter Fisch. So ein Tohaido, also wenn sich das Ding entwickelt, so ein Tohaido wäre ja schon cool. Au. Aua. Blöder Asi. Nein! Nein! Du solltest du nicht! Mann, Greybear! Too much damage. Oh Mann. Das war nicht cool. Das war nicht nötig, du. Oh Mann. Shit. Ich hätte vielleicht doch vorher einen Ball werfen sollen. Carnivana ist geflüchtet? Wohin? Wohin ist es geflüchtet? The fuck? Wieso stell ich mir gerade vor, dass es einfach so abhaut, so nach dem Motto Fuck you, bitches! Und es schwimmt in der Luft davon. So in der Art. So stell mir das gerade vor. Mann, jetzt muss ich schon wieder alle heilen. Nur weil das blöde Mistding mein Alex geschottet hat. Blöder Assi-Fisch.
Könnt ihr mal echt hier aufhören, mal Wasser-Pokémon andauernd zu haben? Ich glaube, langsam haben wir bald alle durch. Die haben irgendwie nur Wasser-Pokémon und das ist unglaublich scheiße, um Kamob mal was Gutes zu tun. Der kommt zwar mal raus und sagt dann so Hallo, aber wirklich Action hat er noch nie wirklich erlebt. Bis auf gerade eben, er hat einen Magnetilo gekillt, geone-shottet im Grunde, also. Von daher, jetzt haben wir schon wieder verlaufen hier. Ich sollte auch mal wieder speichern seit langem. Jetzt mal ehrlich, ich hab... doch, ja. So. Mal auch mal wieder machen, bevor hier irgendwas passiert. Ninja Man! Was schlagst du hier rum? Das ist schlecht. Pia, okay, du bist definitiv eine Frau. Palim, Palim und Pummeluff. Pummeluff. Na gut, immerhin kann ich Kamaub mal draußen lassen, der auch mal ein bisschen was abbekommt. Weil davor braucht er jetzt wirklich keine Angst haben. Hast du schon... Oh, du hast schon Glut erlernt. Sehr schön. Grill mal Palim, Palim. Palim, Palim. Sei mal erstaunt. Los, sei mal erstaunt. Erstaunt ist... Ich beiß dich! Nämlich nicht sehr effektiv, dass es sehr effektiv ist. Los, grill es! Bra! Das war irgendwie noch unspektakulärer. Nur mal so. Und du haust mich einfach. Was? So viel Damage? Gut, buddel dich halt ein. Wickel? Oh nee, wir fahren jetzt nicht die Schiene. Wir fahren jetzt bitte nicht diese Schiene. Oh nee. Na, immerhin kann ich angreifen. Ah, wäre ätzend, ey. Zusammen Wickel und Klammerung, das sind solche Nervattacken. Buddel, buddel, buddel. Richtig, pack dich selber in den Karton und schipp dich irgendwo hin. Wickel ist so die merkwürdig unbrauchbare Attacke irgendwo. Alter, ist genau wie Feuerwirbel. Vom Gedanken her so die coole Attacke im Grunde, aber in der Umsetzung so grundlegend schlecht. Jetzt mal ehrlich, Feuerwirbel ist so vom Gedanken her super cool. Ein Dummiesel. Buddel, buddel, buddel. Ihr Säcke! Na, das hat's ja gerockt. Wieso hat der einen Dummiesel? Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Ach gut, dass Pummeluff hier noch kein Feentyp ist, sonst hätte ich jetzt einfach abkotzen können. Ich könnte allgemein abkotzen bei Feentypen, ganz ehrlich. Feentypen sind für mich non-existent. Einfach so Fee. Typ Fee. Akzeptiere ich nicht. Bin ich ganz ehrlich. Vor allem, dass sie effektiv gegen Drachen sind. Das ist doch so eine mythologische Scheiße, weißt du? Nee, sowas kann ich nicht. Und da bin ich auch gerne bereit zu diskutieren, aber nicht in den Kommentaren oder allgemein. Nee, Fakt ist einfach, ich hasse Feentypen. Ich finde, das ist einfach ultra schwul. Und jetzt nicht im bösen Sinne für das Wort schwul, sondern schlicht und ergreifend scheiße als Wahl. Jetzt mal ganz ehrlich. Weil man sagt sich ja immer so, der große wütende Drache wird von einer kleinen Fee zerfickt. Wisst ihr, so die, darauf halt. Und ich sehe es jetzt schon kommen, jetzt geht dadurch eine Riesendiskussion in den Kommentaren los. Das habe ich natürlich nicht gewollt. Aber es ist zu spät. Ich könnte es rausschneiden, aber sowas mache ich nicht. I won't do that shit. Hättest du mal das Vergnügen, jetzt drauf zu gehen? Blödes Dummiesel. Ach, komm schon. Es schreckt aber immer zurück. Es kann absolut nichts machen. Ah! Boing, 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 boing. Geil. Aber wenigstens kriegt Kamaub mal ein paar Erfahrungspunkte dann auch, wenn er wach wird.
Verziehung, Genossen. Kannst du alles durcheinander bringen? Alter, wie sie ausrasten, ey. Eskaliert hier voll. Ich sollte aber mal... Super Trank. Bleiben ja nur noch sowas. So, passt. Sobald wir hier wieder raus sind, können wir mal Großshopping machen. Findet einen Hyperheiler. Geil. Geil, geil, super geil. Guten Tag, meine Herren. Wow, ich hätte nie gedacht, dass sich Team Kryptos großer Boss herablässt, sich persönlich vorbeizukommen. Eigenen Augen ist so furchteinflößend und wir haben richtig Kriege gezittert. Meister Fernos schattet allen Kryptoanlagen persönlich einen Besuch ab. Er will bestimmt sicher gehen, dass alles in Ordnung ist und seinen Plan durchsetzen kann, ohne dass er sein letztes Mal Fiasko endet. Was? Wer bist du denn? Ein verdächtiger Eindringling. Wie lange bist du schon hier? Kinder, könnt ihr einfach gehen lassen, hallo? Es geht. Kenzo, mein Freund. Snurbull und Kecleon. Oh Gott. Nick, nick, nick. Nick, nick. Merkwürdige Pokémon, sehr schön. Ich mag merkwürdige Pokémon. So, und du machst... So. Ich glaube, Giftzahn bringt noch nicht so viel, oder? Ne, war mir irgendwo klar. Warum versuche ich es dann? Kryptokral! Was war nochmal die andere Attacke? Gar nicht drauf geachtet. Das ist nicht Kratzen, das ist eine derbe Kopfnuss, mein Freund. Aber ist sowas ähnliches. Kryptobruch. War das was Gutes? Ich weiß das gar nicht mehr. Es schlug fehl. Sehr gut. Und auf den anderen geht das auf einmal nicht? Hä? Au. Blöder Assi. Tch. Alex, schreckst du nicht zurück? Das funktioniert bei ihm nicht. Sag ich dir. Allerdings... Heilen sollte ich ihn schon mal. So. So, mach mal Snullbull hier. Platt, das Ding geht mir auf den Keks. Ich bin erstaunt. Und du setzt Creme ein, na schön. Der Charme, ich weiß. Es macht mir halt Spaß, sag mal anders auszusprechen. Singt stark, och nö. Ist nicht genug, war jetzt? Doch, ist genug. Schlecht, nein! Neggy! Level 17! Schnüffler. Darfst du stecken lassen, brauche ich nicht. Ich weiß, dass er schnüffeln kann. Ein Knilz! Hey, Zoe! Es ist super Oh, hey! Skid! Das kommt ja wie gerufen! Lass ich Kamob noch drin? Ich lass Kamob noch drinne. Und du... gehst mal so auf ihn los. Knilz hätte ich sogar ziemlich gerne. Muss ich gestehen. Einfach, um es dann Zoe zu nennen. Au. Klammergriff. Danke. Ich hasse Klammergriff. Klammernerv. Oh shit. Oh shit. So, Kamob, das machst du nochmal. Das hat nämlich gut funktioniert. Und Fifien, du siehst mal zu, dass du wegkommst. Das lassen wir Umi machen. Der kriegt das schon hin. Umi kann das. Moment, bin ich doof? Warum habe ich Umi rausgeholt? Dunsten! Was war das nochmal? Ah ja, Fluchtwert. Ja, von mir aus. Nein, nicht der Dunst! Bitte nicht der Dunst! Random-Werte?
Sowas in der Art? Geh weg mit deiner Hentai-Zunge. Davon will ich nichts wissen. Super. Versuchen wir es mal so. Vielleicht bringt das was. Danke. Kamaup ist noch nicht einmal Kontra-Modus gegangen. Ziemlich gechilltes Pokémon, möchte ich betonen. Willst du noch mehr rumdunsten? Du Nervnagel. Brauchst du gar nicht so rumzudunsten, das funktioniert eh nicht. Swonk. Lehmschelle. Okay, das hat nicht viel gebracht. So, wir versuchen es mit Kryptokrall. In der Hoffnung, dass es ihn nicht killt. Weil wir wissen ja. Und das hat ja gar nichts gebracht. Alter. Oh, kannst du mal damit aufhören? Die Attacke dauert einfach nur unnötig lang. Dunst. Oh, die Attacke geht auf beide und dauert so unnötig lang. Dunst. Animation. So, hast du davon. Ich glaube, er hat nichts anderes. Weißt du was, ich schmeiß jetzt einfach mal einen Ball. Sui kriegt sogar den Superball. Und wenn das nicht funktioniert, mache ich ihn halt nice. Oh yeah! Wird schon funktionieren. Ich meine, warum auch nicht? Also im Tutorial hat es auch funktioniert. For fuck's sake, warum funktioniert das so gut? Oh Mann. Bist du wirklich ein Kind? Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, schon. Wolltest du vielleicht diesen kleinen befreien? Versuch's erst gar nicht. Boah, ist ganz schön gruselig. Ist auch so, wirklich also richtig fies. Mach dir besser aus dem Staub. Ich bounce hier einfach nur rum. Oh, aber danke, dass du die Karte da hast liegen lassen. Er chillt sich da ein? ID-Karte. Mein Freund, möchtest du mich nicht aufhalten? Wissenschaftler, ich kämpfe nicht. Immerhin hat er den Sinn verstanden. So, und jetzt haben wir die ID-Karte. Jetzt können wir ja auch weiter. Aber ich werde vorher einmal rausgehen. Und es wird auch unser, also das letzte sein, was ich heute tue. Nämlich gehe nochmal raus und werde, um genau zu sein, werde ich jetzt gleich Kamaup nochmal massieren. Mit Essenzen. Weil ich's hab. Essenzkiste, Kamaup. In der Hoffnung, dass er dadurch freikommt. Map. Da brauche ich mehr von. Ich hoffe, das reicht. Weil dann kann ich nämlich beide freimachen. Schmabidab. Ah, shit. Komm schon, funktioniert. Mappy. Yes. Geil. So, und jetzt muss ich mir auf dem Weg noch irgendwas ausdenken, wie ich die beiden nenne. Das wird jetzt nochmal ein Spaß. Auf nach Endner City. Hyper. Wie nenne ich Schluppuck? Müllbeutel? Ich glaube, ich nenne ihn einfach gelber Sack. Ne, grüner Sack. Grüner Sack ist eine Idee. Und, grüner Sack passt nach der Entwicklung auch nicht mehr. Abfallbeutel. Ich kann ja mal gucken, ob Abfallbeutel passt, aber ich glaube nicht. So, erstmal Schluck weg. Schluppuck. Schluck weg ist es ja noch gar nicht. Meine Fresse. Warum denke ich immer so mega voraus?
Ich bin klein, ich bin Blatt auf dem Korb. Oder ich nenne es Mr. Moos. Mr. Moos ist auch eine tolle Idee. An Schockwelle? Das Ding kann Schockwelle? Das Ding kann bestimmt wunderschön singen. Mhm. Du mich auch. Das Ding kann bestimmt richtig geil singen. Und ist Level 19 jetzt? Heilige Scheiße, das Ding ist auf einem Level mit Blitzer. Ich nenne ihn Mr. Moos. Alle nennen ihn immer nur Mr. M. Aber ihn stört das immer. Oder, warte, gibt's ja auch ein scharfes S? Wahrscheinlich sehe ich es gerade nur wieder nicht, aber ich würde ihn gerne Mr. Moss nennen. Dann machen wir es halt so mit Doppel-S. Mr. Moss. Nee, das ist scheiße. So. Mr. Moos. Mr. Moos kann das schon. Mr. Moos ist ein großer Junge. So, und come up. Ich könnte ihn nach einer Zigarettenmarke benennen. Camel. Oder Gammel. Der Spucker. Der Spucker wäre auch ein Name. Ein Bodycheck. Oh, sehr schön. Und wieso lernt ihr alle Charme? Ohne Scheiß. Ihr lernt alle hier Charme. Warum? Level 16. Oh, nette Powernet. Ja, doch. So ruhig hier. Ich nenne ihn Krakatauer, genau. Das ist die Idee. Sofern es passt. Nee. Wo ist das U? Wo ist das U? Hier habt ihr das U hin verschleckt. Perfekt. Krakatauer. Sehr schön. Krakatauer ist da. So, perfekt. Und in der nächsten Folge kann ich dann tatsächlich weiter unten. Und dann sind wir damit hoffentlich da unten mal bald durch. Weil meine Fresse ist das da unten weit. Bis zum nächsten Mal. See you, Leute.